da sind sie, unsere Finalisten. Heute wieder bei den Norddeutschen Meisterschaften U20 in Lübeck. SSC Schwerin gegen den VfC Lübeck. Und ja, schöne Stimmung, würde ich sagen, Micha, oder? Also ich glaube, eine Stimmung, wie sie einem Finale gebührt. Und der Schweriner SC beginnt das Match mit der Nummer 7. Und das ist Nicolas Pohl. Tja, da war die Halle. Die 1. Und der erste Block steht. Den kann Schwerin nicht mehr angreifen. Kurz gesichert, raus die Kiste. Und ja. Lübeck mit dem ersten Außenangriff. Und den hat die Nummer 3 versenkt. Und das ist Thilo Rietschel, Jahrgang 2003. Schön gemacht. Oh, es geht aber schnell los hier noch. Der war gut. Ich habe ihn auch gut gesehen. Der war gut. Jawohl. Können die Slow-Mo noch mal gucken? Ja, drei Linienrichter können nicht täuschen. Der war sauber drin. Da sitzen drei auf einer Linie. Ja, der war gut. Der war gut. Junge Mittelblocker Josse Lange überbringt und er macht das sehr, sehr gut. Haben sie noch. Aber Schwerin bringt den Ball zurück. Er kommt. Ja, kurz angenommen. Aus der Eigenannahme, aus der Eigensicherung heraus macht Vincent Rietz den Punkt. Das Ding gucken wir uns nochmal an. Ja, bitte die Zeitlupe. Schau dir das mal an. Der war eigentlich fast gar nicht mehr zu spielen. Alter. Und dann zieht Joshua den brutal die Linie runter. Respekt. Ja. Nochmal. Es geht weiter. Auf entspannt den bleiben. Auf den Libero gespielt. Schöne Abwehr. Lübeck macht das richtig gut. Und der Briefkastenschlitz. Und wieder Joshua. Der ist ein Spieler ohne der Junge. Schauen wir uns nochmal schön an, das Ding. Und hier kommt er. Schön aus der 1. Und er schiebt ihn raus auf Diagonal. Und dann war. Ja, aber schau dir an, wo die Nummer 7 Nicolas Pohl geblockt hat. Fast einen halben Meter weg vom Netz. Ja, das da ist dann. Und ein Ass hinterher. Also Schwerin deutlich von der Rolle gerade. Und Lübeck gefällt mir richtig gut. Und den schießt er gleich mal. Schießt den Libo ab, Cedric Schubert auf Schweriner Seite. Und damit haben wir 14-8, eine relativ klare Führung. Ja, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Hätte ich jetzt auch so nicht gedacht. Schwerin ein bisschen von der Rolle. Samsleitung heute nicht ganz so sicher ist. Oh, schön gestellt. Boah, super. Augenweide. Fantastischer Ball. Und er wählt eine Variante ins Halbfeld. Oh. Aber irgendwie hat man das Gefühl, der Thilo Rietschel hat überhaupt keinen Block. Er zieht da einfach seine Kreise. Ja. Guck mal, der Block macht. Mittelblocker gar nicht da. Nein, der Mittelblocker gar nicht da. Ja. Zumindest erstmal den ersten Satz nach Hause bringen. Im Moment sieht's gut aus. Boah, den hat Konrad erstmal gut ins Spiel gebracht. Aber wie frech ist das denn von Joshua? Alter. Also, auch hier, schau. Mein lieber Ulf. Das mal an. Ist das frech. Ist das cool. Ich würde sagen, die ersten Tendenzen für den MVP-Wahl. Haben wir schon. Oh, ist das geil. Ja, das ist schon was zum Anschauen, würde ich sagen. Hier, schaut euch das nochmal in Ruhe an. Mit einer Hand ganz sauber. Das war eine jetzt gute Kombi von Erik und Vincent. Da sieht man die Jungs spielen. Für mich auch die Nummer 12 im Moment von den Lübeckern als Zuspieler. Eine ganz feine Partie. Oh, ja, aber mit Glück im Runterkommen nimmt er den Ball noch mit der Rückhand mit. Ja, es steht 20-13 aus Sicht der Lübecker. Mehr als zufriedenstellend dieser Verlauf des ersten Satzes. Oh, mutiges Zuspiel. Oh, das war ja auch mal den was. Den hat Gustav sehr ja, gut getroffen. Boah. Ja. Aber clever gespielt von Vincent. Er hat eine schöne Hangtime. Und die nutzt auch aus. Und der hat wirklich gewartet. Guck mal, der hat gewartet. Oh, er hat gesehen, der zwei Blocker gehen hoch. War jetzt auch der zweite oder dritte Pass kurz in Folge mit einem Zuspiel, wo ich gesagt habe,
Ja. Maximal schwierig gestellt für den Angreifer. Ja, nimmst deinen Angreifer vor dir wirklich die Chance. So, aber wir haben Satzball. Und die Hansehalle steht. Hansehölle. Hölle. Hansehölle steht. Den holen sie sich. Bringen ihn auch sauber nach vorne. Das war natürlich schwierig, da war vorher das Netz vor. Ja, und Lübeck gewinnt den ersten Satz mit sagenhaften 25 zu. Waren das 14 Punkte? 14. Sensationell. Das war Netz, jawohl. Netztusch. Und Sprungflatter. Boah. Der gefällt mir auch richtig gut. Da ist das alles in Ordnung. Sie machen einen schönen Start hier in den nächsten Satz. Okay. Ja. So, den haben Vincent und Lennart sich mal kurz runtergepflückt. Ich habe momentan mehr Plus als Minus auf seinem Konto stehen. Auf den Zuspieler. Das ist gut. Du, ganz ehrlich, ich nehme ihn mal an, ich stelle ihn dir mal kurz zu und dann auf mach du das doch. Hau den Block an. Genau. Und dann wunderst du dich, dass es doch anders kommen kann. Schön. Und? Ja. Schiedsrichter gibt ihn drin. Vermeintlich freien Angriffsschläge ins Aussetzen, das wäre dumm. Ja. Oh! Das ist meine Antwort. Ein schönes Ass ist deutlich präsenter. Mhm. Boah! Ja, das waren die angesprochenen 2 Meter, die sich da gerade hochgeschraubt haben. Das schauen wir uns nochmal an. Das genießen wir mal. Ein erstes Tempo. Schöne Annahme. Und dann boah, über die Schulter diese gezogen. Schnellkraft an. Ja. Aha, und jetzt raus das Ding. Und Joshua. Wunderbar. So. Ich muss jetzt mit reden, gucken, lächeln. Das ist ein bisschen schwierig, alles parallel. Aber was? Ich wollte sagen, war blockfrei? Boah. Ja! Entschuldigung. Ich glaube, das Mikrofon hat gerade ein wenig übersteuert. Schau es dir an. Was für ein Monsterblock. Schönes Timing und schön aus dem Lehrbuch. Ja, schön rausgeholt. Oh, ist genauso ein schöner Block, den kann man sich genauso gut anschauen. Aber ich habe das Gefühl, Joshua wirkt im Moment nicht ganz so frisch wie im ersten Satz. Ne? Da hat er ja, es gab keine Trash Talks unterm Netz. Ja, auch dein Interview hinterher hat man gesehen, wie sie sich gegenseitig gönnen, die... Ui! Holen sie den noch? Ja, super! Schön geholt. Weiter geht's. Die passen gut auf die... Gut aufgepasst. Die nochmal geholt. Jetzt bloß... Nein, das war mit Ansage schon. Da war... Ja, nochmal auf die 4 jetzt. Und? Oh, sauber angenommen, ohne Probleme. Das war schade. Schöne Staffette, aber sie suchen ihn jetzt. Ja, sie suchen ihn und finden also ihn. Also er macht einen Punkt nach dem anderen. Ja. Der Gravatt, der Gustav. Ja. Ja. Passt. Das war nicht gut. Ui. Volles Risiko. Und er wird belohnt. Okay. Ja, aber ich kenne die Situation damals noch von Georg Grosser in Moers. Wenn der nicht 80% bekommen hatte, war der sauer. Aber sauer sein muss hier keiner, zumindest nicht auf Lübecker Seite, denn der Josse hat mal wieder zugelangt. Schauen wir das an. Wunderschön, über die Schulter. Das war. So, jetzt ein nicht ganz so unwichtiger Ball. Ja, kein Tusch. Oh, wir haben Match. Haben wir Matchball? Wir haben Matchball. Ja, Matchball. Und Lübeck könnte sich zum ersten Mal, glaube ich, in seiner Vereinsgeschichte, in der VSG den norddeutschen Meisterschaftstitel sichern. Und jetzt haben sie erstmal 3 Chancen. Ja, den ersten nutzen sie Matchball nicht. Matchball 1 abgewehrt. Ja. Oh. Das ist unglücklich. Aber wir sagen herzlichen Dank an den Schweriner SC für ein tolles Finale. Ja. Gratulieren. Warte. Gratulieren der VSG aus Lübeck. Jawohl. Ihr habt ein tolles Spiel gemacht. Denke ich auch. Sie haben verdient gewonnen. Tolles Publikum.
Ey, Tilo, was sind wir? Norddeutscher Meister! So. Und nun kommt's. Erstmalig hat ein Lübecker Team die norddeutsche Meisterschaft gewonnen. Herzlichen Glückwunsch für unsere U20, Jungs. Ja, und da kommen sie, die Lübecker Jungs. Ich würde sagen, zu Recht, norddeutscher verdient, Meister. Richtig verdient. Ja, verdient, absolut. Also Gratulation an die Spieler, die Trainer, all die, die hier in den letzten Jahren fleißig gearbeitet haben. Ja, tolle Nachwuchsarbeit. Absolut. Kann man nicht meckern. Ja. Viele tolle Jungs, frech, unbekümmert, mit einer schönen Grundausbildung im Volleyball. Ja, die scheinen auch so wie bei uns die Adler so eine gewachsene Freundschaft zu haben. Das ist, glaube ich, ganz stimmt, wichtig. Ne? Genau. Das Team stimmt. Nein, ich freue mich. Genau. Ich freue mich. Ja, stimmt euch. Standing Ovations. Seht ihr jetzt nicht, weil im Stream ist genau die gegenüberliegende Seite, die ist leer. Und das Publikum sitzt auf der anderen Seite. Also sorry, ich muss euch nicht glauben, dass hier Standing Ovations in der Halle sind. Schönes Abschlussbild. Ja, und damit denke ich mal, werden wir uns in den nächsten Momenten von euch verabschieden. Genießt noch einmal die letzten Sekunden hier